Ja, hallo, heute ist der 28.05.2018 und ich gebe eine Zusammenfassung und ein Update zur Verhaftung von Tommy Robinson von vor 2 Tagen. Was ist alles passiert in dieser Zeit? Die Petition steht ungefähr aktuell bei 385.000 Unterschriften und erhöht sich weiter minütlich, sekündlich. Das finde ich super. Bitte teilt es weiter. Wenn wir 1 Million schaffen, wäre das ein ganz klares Zeichen, was man nicht so ohne weiteres unbeachtet lassen könnte. Auf Twitter gab es viele Prominente, die sich der Sache angenommen haben. Beatrix von Storch, Erika Steinbach, Peter Bistron, die IB, Malte Kaufmann, Imad Karim und so weiter. Also wirklich sehr, sehr schön, wirklich sehr viele, die Anteil nehmen. Peter Bistron hatte eine sehr gute Idee, wie man Tommy helfen könnte. Wurde auf PI News veröffentlicht. Asyl für Tommy Robinson. Denn er wird in der Tat politisch verfolgt und darüber hinaus wird er auch immer wieder angegriffen. Und ihm wurde schon viele Male mit Mord gedroht. Dass er in der Tat in England einen sehr schweren Stand hat, zeigt auch ein Zitat aus der Anklage seiner letzten Verurteilung. Das Zitat stammt von dem damaligen Richter höchstpersönlich. Und er sagte wortwörtlich, ich übersetze es: Ich akzeptiere, was Mr. Kowalewski mir mitteilte über die Gefahren, die auf Sie, Tommy Robinson, zukommen werden, wenn man Sie in den direkten Strafvollzug schickt. Ich muss jedoch gestehen, dass ich im Moment hin und her gerissen bin. Denn ein ganz großer Teil von mir sagt sich einfach, und wenn schon, was soll's? England selbst, die Politiker, die Rechtsprechung und vor allem auch die Medien tun bisher gar nichts für Tommy. Im Gegenteil. Der Richter, der Tommy mit Lichtgeschwindigkeit am Freitag verurteilt hat, hat auch gleichzeitig einen Bann erlassen, der den Medien verbietet, über Tommys Verhaftung zu berichten. Zusammengefasst durfte also durch Richterbeschluss nicht über den Prozess der bandenmäßigen Vergewaltigungsgang selbst berichtet werden und es darf nun auch nicht über die Verhaftung von Tommy berichtet werden. Macht das irgendeinen Sinn? Kann es dafür irgendeine gerechte Begründung geben? Kann es dafür irgendeine menschliche Begründung geben? Sollte man solche Banden nicht eher ans Licht zerren und gerecht verurteilen und die Öffentlichkeit teilhaben lassen, um eventuell weitere Banden abzuschrecken? Das sind Vorgänge, die absolut auffällig sind und jeden normal denkenden Menschen aufrütteln. Tommys Anhänger und Fans der verschiedensten Nationen stürmten deswegen bereits am Samstag und Sonntag zur Downing Street, wo sich das Büro von Premierministerin Theresa May befindet, um dort lautstark zu demonstrieren. Sie machten deutlich, was Patriotismus und Hingabe wirklich bedeuten. Und ich bin mir leider sicher, dass die Menschen in Deutschland eher nicht in dieser Form für einen der ihren einstehen würden. Schaut euch diese historischen Szenen an. Ich glaube, dies könnte ein Wendepunkt für ganz Europa werden gegen die Verlogenheit der arroganten Obrigkeit. Und bitte informiert euch täglich weiter und sprecht täglich über diese schändlichen und undemokratischen Machenschaften und Vorgänge. Denn wenn Unrecht zu Recht wird,
wird Widerstand zur Pflicht. Mit Tommys Verhaftung hat die englische Rechtsprechung und Regierung einen großen Fehler gemacht. Und nun zum Demonstrationsvideo, circa 3 Minuten. Das ganze Video ist in der Videobeschreibung verlinkt.